Aber falls wir halt doch eine Erz- oder Siliziummine aufstellen wollen, müssen wir halt vorher erst scannen, wo es sich am besten lohnt. So, Handelsdock, hast du vielleicht Navigationssatelliten? Nein, hast fast gar nichts mehr. Hier könnte man gut verkaufen, wenn man denn Waffenfabriken hätte. Na, aber gut. Wir gucken mal, was das da für ein Tor ist. Und inzwischen auch mit 346 Metern die Sekunde. Das ist schon richtig flott. Tor, Reich des Pontifex. Reich des Pontifex. Also nach Süden geht's schon mal. Geht's auch noch irgendwo nach... Da geht's nach Westen. Da ist noch ein Tor. Bist du denn das Nordtor? Da ist noch eine Station, die wir gerne mitnehmen würden. Produktionskomplex, leichte Waffen. Noch mehr Waffen. Die Paladinen sind echt zu cool. So. Ja. Da ist noch ein Paladinsektor. Das heißt, wir haben jetzt schon hier 5 Paladinsektoren. Wobei die 4 die Kernsektoren sind. Gucken wir mal da durch. Es dürften nicht mehr allzu viele sein. Und ich muss auch gleich mal wieder auf die Besitztümer gucken. Ich denke mal, inzwischen will da irgendein anderes Schiff schon wieder meine Aufmerksamkeit haben. Da wir halt recht viel mit Sinza herumfliegen, hier geht das schon recht fix. Wow. Das ist nicht mein Titan. Das ist eine Stufe vorher. Aber trotzdem sehr beeindruckend. Ich zoome da mal ein wenig rum. Das ist das Paladinenschiff. Also wir sind hier oben irgendwo. Ja, doch, das sieht sehr stylisch aus. Aber gut, F1, wieder zurück zu unserem Schiff. Wir wollen nicht mit dem Ding da kollidieren. Ganz schnell weg da. Wir wollen jetzt die Station hier abklappern und gucken, ob das ein Grenzgebiet ist oder nicht. Ja, es ist ein äußerer Sektor. Und laut der Karte gibt es von da eine Verbindung nach Osten, also gibt es von hier eine nach Westen. Die sollten wir auch noch finden. Wahrscheinlich das Tor da. Unterwegs gucken wir nochmal nach einem Ausrüstungs- oder Handelsdock. Idealerweise natürlich auch noch einen Navigationssatellitenhersteller. Aber die sind recht selten. So, was haben wir hier? Auch keine zum Verkauf. Nee. Muss ich jetzt ganz wieder nach Wolkenbasis Südwest, um die einzukaufen? Und das ohne Sprungantrieb? Das könnte eine Weile dauern. Aber das kann ich auch rausschneiden. So. Was haben wir hier hinten noch? Na komm schon. Könnte ein Ausrüstungsdock sein. Paranit-Kommunikationszentrum. Ein Kommunikationszentrum? Was ist denn das? Oh, hier gibt es Navigationssatelliten. Sehr schön. Da docken wir doch mal an. Es ist gleich doppelt gut. Zum einen kriegen wir unsere Satelliten. Und zum anderen kriegen wir auch Ansehen bei den Paraniden, weil wir von denen etwas gekauft haben. Und es wird mal wieder abgespeichert. Das ist auch immer gut. Andockvorgang erfolgreich. So, handeln. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt sie unser Priesterherzog. Willkommen an Bord. Hier gibt es sogar erweiterte Satelliten. Die sind mal eben doppelt so teuer, aber die dürfen wir noch gar nicht kaufen, weil unser Ansehen nicht ausreicht. Und sie haben auch den Triplex-Scanner, den ich gerne hätte, der halt unsere Radarreichweite verdreifachen würde. Aber wir brauchen echt unbedingt Ansehen mit denen. Das geht gar nicht. Na gut, die drei nehmen wir erstmal mit. So. Und wie ihr sehen könnt, dadurch, dass wir den Raum, den Laderaum erweitert haben, haben wir jetzt richtig viel Platz hier. Also ich denke mal, wir könnten locker so 10, 12 Satelliten einpacken. Am Anfang passten gerade mal 2 rein. So, abdocken. Ein bisschen abseits fliegen, mal wieder Richtung dem Mond. Und ja, es müsste derselbe sein. Wir sind so gesehen immer noch in dem Sonnensystem um Paranit Prime. Und die Sprungtore führen halt immer nur in einen etwas weiter entfernten Bereich innerhalb des Sonnensystems. Wenn das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat. Da ist immer noch Paranit Prime, der halt 2 Sprünge weit weg ist. Aber jetzt heißt das nicht, dass Paranit Prime und Argon Prime so nah beieinander sind, nur weil es halt 5 Sprünge sind. Die Sprünge können teilweise sehr weit voneinander entfernt sein. Manchmal aber auch sehr nah innerhalb eines Sonnensystems.
manchmal sogar innerhalb einer Planetenatmosphäre. Also zum Beispiel, dass das eine Sprungtor ist halt auf der abseits gewandten Seite des Planeten und das andere Sprungtor ist auf der sonnenzugewandten Seite des Planeten. Sonnenzugewandten Seite? Oh Mann, ich brauche mehr Kaffee. So. Ich würde gerne einmal rauszoomen, da hinten hinfliegen. Und die Zone ist wirklich riesig. Also hier bräuchten wir bestimmt schon 5, 6 erweiterte Satelliten, um alles abzudecken. Na gut, der eine soll erstmal reichen, damit wir die Preise angucken können. Eingehende Nachricht. Und irgendjemand meckert, dass die Preise nicht so sind, wie er es gerne hätte. Genau. Du. Kommando, du kaufst bitte neue Energiezellen. 6 Stück. Kommando akzeptiert. Unser Erztransporter müsste jetzt in seinem Laderaum die 500 Energiezellen haben. Ja, hat er. Dann spring doch mal bitte. Springe in Sektor Minen des Imperators. Nordtor. Kommando akzeptiert. Und Silizium, du bist nicht voll, obwohl du bei einer Mine bist. Die Preise sind doch okay. Also das Lager ist... Nee, ist gar nicht okay. Das Lager ist fast leer. Ups, okay. Kommando, Kommandokonsole, handeln. Kaufe zum besten Preis. Siliziumminen, dann nehmen wir jetzt mal 8. Kommando akzeptiert. Oder noch besser. Navigation. Fliege zu Sektor. Minen des Imperators. Da waren ja auch 2 Siliziumminen. Den kann er da mal kaufen. Heißt zwar, dass die nächste halbe Stunde oder so er keinen Profit bringen wird, weil er nur am Fliegen ist. Aber dafür gibt es mehr Ansehen bei den Paraliden. Und ich will echt unbedingt den Triplex-Scanner haben. Autopilot deaktiviert. So, da sind noch jede Menge Stationen. Da und da sind noch Sprungtore. Die brauchen wir auch noch. Aber ich denke mal, unser Erztransporter ist jetzt schon in der Paralidenzone. Erstmal Autopilot, damit ich nicht aus Versehen irgendwo gegendonner. Da hinten hin. So. Mein Besitz. Minen des Imperators. Du kaufst bitte zum besten Preis hier Erz 0. Kommando akzeptiert. Minen des Imperators. Erzmine Elbeta. Anscheinend kann er jetzt kaufen. Das behalten wir im Auge. Das wäre sehr schön. Denn wenn er gleich eine volle Ladung Erz kauft, gibt das einen richtig guten Boost auf unser Ansehen. Eventuell steigen wir gleich auf. Und sonst muss er halt ein, zwei Mal hin und her fliegen, ist ja auch okay. Autopilot deaktiviert. So, die Station will ich auch noch mitnehmen. Und da hinten ist noch eine. Ja, hier sollten wir definitiv öfters Handel treiben. Zumal, es ist ja auch ein äußerer Sektor. Das heißt, wir könnten hier deren eigenes Erz verkaufen. Hihihi. Das heißt, wir kriegen dann Ansehen, wenn wir das Erz kaufen. Und wir kriegen nochmal Ansehen, wenn wir es wieder verkaufen. So muss das sein. Das ist bestimmt das Westtor. Ja. Hätten wir also die Verbindung auch schon mal geschaffen. Dann reisen wir doch einfach mal von hier nach Norden und versuchen dadurch eine Verbindung zu Trantor zu schaffen, diesem Geistersektor. Der in den vorherigen X-Teilen wichtig war, wenn man die gespielt hat. Oh, da ist gerade eine ganze Kampfflotte reingesprungen. Gut, dass wir da nicht im Weg waren. So, Alarm in Auftrag. Gut. Splitfeuer, das klingt nicht sehr paranidisch. Müssen wir gleich mal gucken. Eventuell haben wir dann schon die nächste Rasse entdeckt. Erreiche Autopilot deaktiviert. So, wieder überall Erzbrocken. Was sagt die Universumskarte? Splitfeuer gehört der Rasse der Piraten. Das ist nicht gut. Ein Großteil der illegalen Handelstätigkeiten in der Galaxie wird in diesem System abgewickelt. Piraten und Schmuggler handeln mit sämtlichen Völkern und betätigen sich als Vermittler geheimer oder gesetzeswidriger Deals zwischen den einzelnen Spezies. Marktzuwächse verzichten... verzeichnet vor allem der billige, gefälschte Schmuck der Paraniden, der häufig als bequemes, anonymes Zahlungsmittel für Käufer auf dem Schwarzmarkt verwendet wird.
Na gut. Finde ich übrigens auch ganz nett, dass zu jedem Sektor da extra Text zusteht und auch andere Details, also wie viele Lebewesen in diesem Sektor leben, wie stark die Sonnenstrahlung ist und dergleichen, was auch später wichtig ist für Stationen aufstellen. Aber ja, schön viel Hintergrundgeschichte. So, erstmal schmeißen wir hier ein Navigations... Nee, schmeißen wir nicht. Das ist ein Piratensektor. Da müssen wir nicht wissen, was vor sich geht. Sonst versucht noch einer unserer Universumshändler hier Handel zu betreiben. Das wollen wir gar nicht. Wir huschen einfach einmal durch zu dem Sprungtor da hinten. Das uns hoffentlich wieder in Argonengebiet führt. Außerdem muss ich jetzt darauf achten, wenn ich unsere halbautomatischen Merkurhändler den Verkaufsbefehl gebe, dass ich dir nicht zu viele Sektoren angebe. Sonst versuchen sie halt auch hier zu verkaufen. Aber ja, das wird sich hoffentlich demnächst in Wohlgefallen auslösen. Wenn wir unser Geld nur noch mit den Universumshändlern verdienen. Sollte ich übrigens gleich mal gucken, welche Stufe er inzwischen hat. So, Elenas Glück, das klingt doch nett. Ist ein Argon äußerer Sektor. Und anscheinend ist hier direkt eine Verbindung nach Trantor. Sehr gut. Fliegen wir mal da so hin. Schmeißen hier einen Satelliten ab. Navigationssatellit ausgeworfen. So, und gucken zu unserem Sektorhändler. Er ist inzwischen schon Level 5. Oh, das ging ja schnell. Sehr gut. Was macht er gerade so? Er verkauft Energiezellen, obwohl er nur 230 dabei hat. Du bist komisch. Warum machst du sowas? Er hat immer noch den Befehl, 500 auf Vorrat zu haben. Na gut. Was sagt unser Geld? 255.000. Also allzu viel falsch machen tut er ja nicht. Denn sei es ihm gestattet. Sollten wir trotzdem mal im Auge behalten. So, jetzt aber durch diese ganzen dunklen Asteroiden fliegen und hoffentlich nirgendwo gegen donnern. Und das Westtor, genau, da wollen wir durch. Dann haben wir wahrscheinlich noch nicht alle Paraniden-Sektoren besucht, aber den Großteil. Ich kann gleich mal die Karte aufmachen. So, Trantor, überall Stationstrümmer. Wir würden gerne nach Norden. Denn ich wollte ja noch in das Gebiet der Bohnen. Also, Autopilot. Dadurch. So, Weltraumkarte. Wir haben... Einmal rauszoomen, bitte. Wir haben hier also in diesem 3x5 Block Diagon. Wir haben hier die Paraliden. Wahrscheinlich auch noch ein, zwei Sektoren in die Richtung. Und wir haben hier Piraten. Wo wir halt aufpassen müssen. So. Und hier oben wollen wir als nächstes hinfliegen. Da sind die Boronen. Beziehungsweise da fängt der boronische Bereich an. Und geht dann hier oben lang. Obwohl, warte mal. Wollen wir wirklich nach Norden? Wollen wir nicht wirklich lieber irgendwo anders erstmal Satelliten kaufen? Ja komm, wir gehen jetzt erstmal nach Wolkenbasis Südwest. Stationstor, Heimat des Lichts. So, sind zwar an und im nächsten Sektor oder demnächst allgemein sollten wir auch mal wieder richtig abspeichern. Nicht, dass wir aus Versehen gegen irgendeine Dockklammer da stoßen und dann war es das. Weil Kollisionsschaden ist sehr extrem. Also es ist nicht wie in anderen Spielen, wo man mit dem Schild einfach mal irgendwo gegendonnern kann und es passiert nichts. Hier ist man eigentlich fast sofort tot. Terracorp HQ, wie viele Credits haben wir? 250.000. Nee, da bin ich noch zu geizig. Da hole ich für mich selber keinen. So, unser Erztransporter hat Erz von den Paraliden gekauft. Sehr schön. Dann würde ich eigentlich ganz gerne, dass er auch das Erz jetzt an andere Paraniden verkauft. Also probieren wir einfach mal. Kommando, Handel, Verkauf zum besten Preis. Erz. Wenn ich jetzt irgendwas Hohes anwähle,
geht in den Argonenbereich höchstwahrscheinlich. Wenn ich was zu Niedriges anwähle, geht er auf jeden Fall zu den Argonen, weil die nächsten zwei Sektoren Kernsektoren der Paraniden sind. Da darf er gar nicht hin. Nee, so wird das nichts. Navigation, du springst bitte erstmal. Und zwar hier unten hin. Und dann gebe ich ihm den Befehl, dass er nur innerhalb von einem Sektor das verkaufen darf. Da würde ich sagen, zwei oder mehr, dann könnte er auch aus Versehen durch den Piratensektor fliegen. Und das will ich nicht. Also du klickst bitte hier hin zum Nordtor. Und sobald er da ankommt, geben wir ihm halt den Befehl zum besten Preis verkaufen innerhalb von einem Sektor. Muss auch gar nicht zu so einem hohen Profit sein. Im Notfall können wir es einfach manuell machen. Dann fliegen wir irgendeine Waffenstation an, die einen durchschnittlichen Preis hat und verkaufen das da. Erreiche System. Roter Schein. Autopilot deaktiviert. So, roter Schein. Wir würden gerne nach Süden dadurch. Wolkenbasis Südwest. Aber ja, wenn wir dann ein, zwei von diesen Erztrips gemacht haben im Paradiesensektor, werden hoffentlich auch die Kernsektoren freigeschaltet. Und dann kann ich ihn immer wieder automatisch verkaufen lassen und dann verkauft er wahrscheinlich die Hälfte der Zeit im Argonenbereich, die andere Hälfte im Paranidenbereich und so kommt er nach und nach genug Ansehen. Erreiche System. Wolkenbasis Südwest. So, wo war hier? Ups. Gut, dass wir so ein kleines Schiff haben. Das hätte sonst gerade übel enden können. Ich würde gerne zu der Satellitenfertigung. Markiere als Ziel. Da unten? Okay. Aber warum ist die Station da hinten nicht umrahmt? Da fliege ich nochmal ganz kurz hin. Drohnenproduktionsanlage, Alpha. Oh, sehr schön. Da könnten wir Drohnen kaufen. Also werden unsere Händler wahrscheinlich später automatisch machen. Aber auch für das Raumschiff, das man selber fliegt, sind die ganz praktisch. So. Einmal automatisch gespeichert. Und einmal richtig gespeichert. So, und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir uns auf den Weg machen zu den Baronen. Also bis gleich.